Hey, ich bin der Janik Krebsamen, ich bin 23, komme von Bern und hatte das Glück, einen Zugunfall überlebt zu haben. Am 24.12.2018 war ich in Zürich und hatte einen Zugunfall. Leider kann ich mich nicht mehr daran erinnern und bin erst später im Spital wieder von meinen Kollegen und Eltern aufgewacht. Ich gehe jetzt eigentlich sehr gut mit dieser Situation um. In der Reha Bellicon konnte ich mir zeigen, wie ich jetzt mein Leben fortführen kann. Und die beste Lösung ist eigentlich, dass ich einfach das richtige Knie für meine jetzige Situation bekomme und so zukünftig ein normales Leben führen kann. Hallo zusammen, ich bin der Belmin und ich bin einer der besten Kollegen von Janik. Ich habe zusammen die Ausbildung gemacht und ich habe Janu dann zumal kennengelernt als sportliche und sehr spontane Person. Als ich gehört habe, dass er einen Unfall hatte, bin ich natürlich mit meinen Kollegen direkt ins Spital schauen, was passiert ist. Als ich gesehen habe, dass er seine Beine verloren hat, hat es mich schon recht geschockt. Er war eine spontane Person und hat das verloren, was am wichtigsten für ihn war. Die Mobilität und das einfache unterwegs sein. Jetzt ist er natürlich viel im Rollstuhl unterwegs. Wir begleiten ihn. Dadurch, dass er sich noch nicht ganz in das Ganze eingelebt hat. Und wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie wir ihm helfen können, das einfacher zu gestalten, sein Leben. Wir haben uns zusammengesetzt und haben uns gedacht, wieso machen wir nicht Crowdfunding, damit er die richtigen Gelenke und die richtigen Prothesen bekommt, damit er ein anständiges, normales Leben führen kann. Natürlich mit gewissen Einschränkungen, natürlich nicht ganz normal, aber um einiges einfacher. Hallo zusammen, ich bin der Winston. Ich bin ein guter Kollege von Janik und ich kenne ihn eigentlich schon seit klein, also wir sind zusammen geshootet seit klein. Ich kenne Janik eigentlich als eine sehr positive Person. Er hat auch einen sehr grossen Willen und auch ein gutes Herz. Ich wünsche mir eigentlich grundsätzlich nur eins, dass wir ihn unterstützen können, dass er wieder ein normales Leben führen kann und wieder auf seinen Weg stehen kann. Wir sind froh, jeder Person, die uns bei dieser Spendeaktion unterstützt.